Bist dir auch nicht ganz sicher, dass es dieses Haus ist, ja, ne? Ich schwöre es dir, weil ich da übernachtet habe. Ich weiß es, daneben alles das Schlafzimmer. Aha. Und da ist ja noch so eine Figur mit einer Zeitung. Das ist ja überhaupt nicht renoviert. Ja, aber schön, ne? Ja, aber noch richtig von früher. Ja. Da musst du belassen. Und da hast du übernachtet hier? Ja, hier ist das Zimmer. Ich sollte das ja malen, habe ich ja auch gemacht. Ah. Ja, und da habe ich mich ja gegruselt, sag ich dir. Warum denn? Weil ich Angst hatte, hier ist es so abgelegen. Und im Winter oder wann? Nee, natürlich im Sommer. Hier, da ist auch rechts, das ist von Karl Kluth oder so. Guck mal da. Oder von dem Wöhlich. Das ist auch eine südliche Landschaft, so. Nee, das so in Griechenland. Nee, ist von hier. Aber ja, das ist von diesem, aus der Zeit, aus den 50er, 60er Jahren. Aber die Tür hier ist erneuert worden, das sieht man ja. Aber das ist wirklich sympathisch, dass hier gar nicht renoviert ist. Das ist mal was. Die waren ja auch sehr einfach, die Leute. Guck mal hier. Vielleicht haben die auch das Geld nicht, ne? Doch, die haben wahnsinnig viel Geld. Ja, dann wollen sie das, wo sie haben. Ja, die sind richtig reich. Vielleicht hat er sie auch so erzählt. Guck mal, hier ist auch so ein Porträt, guck ja. mal. Und was ist das da rechts? Das sieht ja aus wie Donald Kluth oder so. Ich kann die Unterschriften nicht sehen. Guck, und damit die Betten nicht so muffig sind, machen sie das alles auf. Hm. Nein? Pinriss. Die hatten mir den Schlüssel gegeben. Mhm. Das ist jetzt aber auch 15 Jahre her, ne? Ja, der ist ja längst tot. Guck mal, hier haben sie auch noch diese alte, die bei uns sogar abgerissen ist. Ja, und das ist natürlich eine große Versuchung, dann mal sehen, ob auf das Schild noch da steht. Nein, aber das zu verkaufen, wenn man das gar nicht nutzt. Hanitz. Guck, ja, ich glaube schon, dass sie das nutzen. Aber nicht permanent. Die müssen ja auf ihre Sachen aufpassen, dass die nutzen. Aber das ist. Ja, ich guck gleich. Da ist so eine neue Mokka-Maschine in Rot, wie man das macht. Aber das ist mal was ganz anderes als diese anderen aufgeblasenen Häuser, ne? Ja, und die Lage ist so toll. Ja. Das ist wirklich, das ist mal originell. Nicht alles so vom Möbelgeschäft. Vom Innenarchitekten, sondern. Da wusste ich gar nicht, wie ich das nun malen soll. Von hoch, von hier. Ja, dass man auch Wasser damit sieht. Ne? Ja, dass wollen wir da mal runtergehen? Ja, dass man auch das Haus sieht. Wie heißt es hier? Steht es jetzt gar nicht. Kellmann. Oder. Hier steht der Name schon. Ja. Kellmann.